Willkommen zu einem neuen Forge of Empires Video von mir. Ich wollte, bevor ich ins Mars-Zeitalter wechsle, noch zeigen, wie ich die Gildenexpedition im Autokampf durchspiele. Ich bin jetzt in der virtuellen Zukunft, logischerweise. Und ich habe die folgenden Kampfwerte: 935% Angriffskraft, 678% Verteidigung der angreifenden Armee. Und das sind die Werte, worauf es ankommt. Ich werde die jetzt noch ein bisschen boosten, einfach um geringere Verluste zu haben. Aber wenn ihr jetzt nicht so hohe Werte habt wie ich, dann müsst ihr euch keine Sorgen machen, denn prinzipiell wird es ganz ähnlich funktionieren. Wenn ihr dort vorhabt, in der Gildenexpedition Angriffe zu starten, dann könnt ihr euch eben auf die Kombination der Armeen recht gut verlassen, die ich hier euch zeigen werde. Also wenn ihr weniger Angriffskraft habt, dann wird es einfach so sein, dass ihr dann mehr Verluste habt. Aber das könntet ihr natürlich ausgleichen, indem ihr einfach ein bisschen weniger Autokampf macht und mehr manuell kämpft. Also jetzt haben wir 975 Prozent Angriffskraft und so soll es jetzt auch losgehen in der Gildenexpedition. Ich müsste hier an Stufe 21 sein. Ich habe nämlich die ersten 20 Begegnungen schon gemacht, um die Versuche meines Weltraumfrachters zu verbrauchen. Fangen wir mal direkt an. Und hier sehen wir eine relativ einfache Kombination, die ich gut mit den Raketentruppen machen kann. Zack, eine kleine, ein bisschen angeschlagen. Kein Problem. Auch hier sind keine Ninjas drin, sind keine fliegenden Einheiten drin, kann ich mit Raketentruppen machen. Nächste Station hat sogar komplett unbeschädigt geblieben. So, hier haben wir eine Station, wo wir ein bisschen aufpassen müssen. Hier sind halt schon Ninjas drin. Aber ich würde jetzt darauf tippen, dass wir mit unserer Kampfkraft gegen diese Kampfkraft keine großen Sorgen haben müssen und dass das so gehen wird. Tatsächlich, nur ein bisschen angeschlagen, die eine Raketentruppe. Wenn ihr die Forgepunkte habt, würde ich euch auch empfehlen, dass ihr fleißig euren Relikttempel ausbaut. Denn so bekommt ihr hier eben immer mehr goldene, also mehr goldene und türkise Relikte, die sich wirklich lohnen, und immer weniger silberne. Hier ist es jetzt eine Station, wo ich das anders mache. Hier ist eine fliegende Einheit dabei und die kann meine Raketentruppe nicht schlagen. Deswegen stelle ich jetzt hier auf die Ronins um und habe jetzt sogar einen Ronin-Verlust. Das ist sehr schön. Neue Versuche bekommen, muss ich hinten raus weniger Medaillen investieren. Hier ist wieder nichts dabei, wovon man sich Sorgen machen muss. Genau, also bekomme fast nur noch die goldenen und die türkisen Relikte. Und in den goldenen sind halt öfter mal die 100 Forgepunkte drin. Oder auch Agenten, die man ja auch gut zum Kämpfen brauchen kann. Hier ist wieder eine fliegende Einheit dabei. Also man muss sich definitiv immer die Truppen vorher angucken, bevor man loslegt. Eine Einheit verloren ist verkraftbar. Wieder ein Relikt. Schauen wir mal. Diesmal ein silbernes. Und ich bekomme halt, naja, nach jeder zweiten Station ungefähr, schätze ich, ein Relikt. Habe jetzt nicht geguckt. Wie der tatsächliche Prozentwert ist. Also mein Relikttempel ist auf Stufe 80. So, das hat man davon. Ich habe nicht darauf geachtet, dass hier eine fliegende Einheit drin ist und verliere so die ganze Truppe. Also deshalb unbedingt darauf achten, was ihr hier tut. Ich hätte nicht über den Relikttempel reden sollen, während ich über die Gildenexpedition nachdenken müsste.
Schauen wir mal, hier ist keine fliegende Einheit dabei. Ich hole jetzt mal zwischendurch die Belohnung hier ab. Es sind nur Münzen, aber mit den Münzen habe ich gleich die aktuelle Tagesquest vom St. Patrick's Day Event abgeschlossen. Gut, hier hatte ich schon geguckt. Los geht's. Deutlich angeschlagen, aber keine Verluste. Denke, das ist auch mit dieser Truppe hier machbar. Mit Glück auch ohne Verluste. Ja. Und da kommt wieder ein Relikt. Schauen wir mal, wo es ist. Da. Stufe 3. Das ist eine ganz einfache Variante, die ohne Verluste mit Raketentruppen und zwei Agenten zu machen ist. Das auch. So, jetzt sind mir die Versuche ausgegangen. Ich kaufe immer vier, weil meistens ist es so, dass man nach vier Stationen wieder eine Chance hat auf neue Versuche. Hier sind jetzt mehrere Ninjas drin, vier Stück. Da stocke ich mit Agenten auf. Und so komme ich da auch fast verlustfrei durch. Hier sind auch Agenten drin und fliegende Einheiten. Das wäre jetzt quasi eine Station für die Variante mit den Ronins. Nur einen Agenten verloren. Hier gibt es wieder Versuche. Das ist auch eine ganz einfache Kombination ohne Ninjas, ohne fliegende Einheiten für die Raketentruppen, die man verlustfrei absolvieren kann. Ja, und überall da, Pech gehabt, leider kein Versuch, überall da, wo ich Einheiten verliere. Hier ist es auch nicht so. Da könntet ihr dann mal überlegen, ob ihr diese Station vielleicht nicht manueller angeht. Ich werde auch ein paar Stationen ein bisschen manuell machen. Aber die kommen später. Ist ja wie gesagt das Video über den Autokampf. Also im Grunde nutze ich hier auch fast immer diese bewährte Kombination aus entweder vier Ronins und vier Agenten oder sechs Raketentruppen und zwei Agenten. Hier gibt es nochmal eine Einheit wie den Aal, der kann sich auch verstecken, so wie der Ninja. Die können sich ja in Wäldern und Gebüschen verstecken. Aber das sollte jetzt hier kein großes Problem darstellen. Die Raketentruppen sind anders als die Einheiten aus dem Zeitalter davor. Diese, wie hießen die? Genau, diese Schildgeschütze können die sehr weit ziehen. Die haben hier nur eine Bewegungsreichweite von 10 und die haben eine Bewegungsreichweite von 12, die Raketentruppen. Also die können relativ weit nach vorne ziehen und so erwischt man eben diese versteckten Einheiten mit denen auch ganz gut. Jetzt habe ich hier die ozeanische Zukunft eingestellt. Nehme ich wieder raus. Wollen natürlich mit den aktuellsten Einheiten kämpfen, um die geringsten Verluste zu haben. Mal schauen, ob es mit den Versuchen klappt. Wieder nicht. Dann wird es jetzt ganz schön teuer, was die Medaillen angeht. Aber ich habe ja genug auf Vorrat, wie ihr seht. Hier sind jetzt sowohl Ninjas dabei. Ansonsten ist das eigentlich eine recht gute Aufstellung für Raketentruppen. Aber die Ninjas können einem natürlich da einen Strich durch die Rechnung machen und ein bisschen für Verluste sorgen. Aber ich habe Glück gehabt.
Wenn ihr das mal anders versuchen wollt, eine andere Möglichkeit wäre, hier auch mal mit Ninjas ranzugehen. Also zu gucken, wie viele Ninjas gibt es und so viele Agenten aufstellen. Also hier gibt es eben in der zweiten Runde zwei Ninjas und in der ersten einen. Und ich würde immer so viele Agenten aufstellen, wie es Ninjas gibt, damit der Erstschlag von den Ninjas erstmal auf die Agenten geht und dann sonst mit Ninjas auffüllen. Also falls ihr zum Beispiel durch die Gildenexpedition und die Gildengefechte viele Ninjas zusammenbekommt, dann könnt ihr ruhig mal wechseln und die anderen Einheiten schonen. Ihr seht, ich habe hier 743 von denen. Da sind dann aber allerdings auch Verluste mit dabei. Und die sind ein bisschen sicherer, weil die Kombination ist nicht ganz so effizient wie die anderen Kombinationen. Aber es ist ja auch nicht so wild, weil ihr, wie gesagt, eine Überproduktion von diesen Einheiten habt. Und ihr sie relativ selten verwendet. Also ihr könntet natürlich auch versuchen, hier jetzt mal mit ganz anderen Truppen vorzugehen, um die mal zu verbrauchen. Eine Alternative wäre zum Beispiel die schnelle Einheit, der Kampfkunstmönch. Die verwende ich allerdings relativ häufig im GVG, weil die hier sehr vorne in der Liste ist. Deswegen habe ich davon aktuell noch gar keine. Oder die leichten Einheiten, der argumentierte Samurai. Aber der hingegen ist wiederum so schlecht, den würde ich eigentlich nur empfehlen, in den ersten Kämpfen zu verwenden. Also, um da vielleicht ein bisschen was von loszuwerden. Aber wie ihr seht, davon habe ich auch nur 96, die verwende ich eben auch im GVG. Wieder ein Relikt und hier hinten ist auch eins. Also wie gesagt, so ungefähr jeder zweite Kampf gibt bei mir ein Relikt. Und ich bekomme halt sehr viele Türkise und viele goldene Relikte und kann dadurch halt auch meine Einheitenproduktion noch mal ein bisschen aufbessern, weil ich eben aus den goldenen Relikten auch öfter mal Einheiten bekomme oder einfach Agenten bekomme oder mal 100 Forgepunkte. Hier gibt es wieder Versuche. Mal schauen, ob ich dieses Mal Glück habe bei der Station danach. Wäre ja mal schön, dann könnte ich noch mal ein paar Medaillen einsparen. Kaufe ich nur einen Versuch und versuche zu gewinnen. Versuche. Und dieses Mal habe ich auch Glück. Habe ich vier weitere bekommen. Kann ich noch ein Stück weiter kämpfen. Ohne wieder Medaillen ausgeben zu müssen. Ich will mich jetzt hier auch nicht allzu lange aufhalten und jeden Kampf erklären. Es soll ja kein übermäßig langes Video werden. Hier sind jetzt vier Ninjas, nämlich wieder vier Ronins und vier Agenten. Kommen damit verlustfrei durch. Wie gesagt, wenn ihr die Kampfkraft nicht habt, das einfach mal halbautomatisch oder manuell versuchen. Nochmal Glück gehabt, habe ich weitere vier Versuche bekommen. Wie gesagt, nach vier Stationen kommt eigentlich immer wieder diese Station, wo man Versuche gewinnen kann. Und deswegen sollte man eigentlich immer nur vier Versuche kaufen und dann schauen, ob man Glück hat oder nicht. Aber das war jetzt auch die letzte Station, wo man nochmal Versuche gewinnen kann. Jetzt in weiteren vier Stationen würde es keine Versuche mehr geben, dann müsste ich also wirklich dann mit Medaillen kaufen. Und hier ist die eine Station, die ich ungern komplett im Autokampf angehe. Man kann sie komplett im Autokampf machen, aber da würde ich empfehlen, dann Schwebepanzer zu wählen.
Ja, in der virtuellen Zukunft Schwebepanzer. Das geht zumindest mit meinen Kampfboni. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Ich werde es auch nicht im Autokampf machen. Ich habe gerade gesehen, ich habe nur noch 45 Schwebepanzer. Sonst müsste ich mal wieder eine Schwebepanzerkaserne stellen, um Einheiten für die Zukunft nachzuproduzieren. Und da möchte ich jetzt ein bisschen drauf verzichten. Deswegen werde ich es manuell machen. Oder zumindest so weit manuell, wie es nötig ist. Ja, dann erledige ich erstmal die Agenten. Und versuche eben auf Feldern zu bleiben, wo ich nicht enttarnt werde. Und jetzt kommen die Ronins auch von ganz alleine ran. Das kann ich jetzt im Autokampf abschließen. Und bei der nächsten Welle besteht auch eigentlich keine Gefahr. Man muss auch hier nur aufpassen, dass man sich auf Feldern bewegt, die einem die Tarnung bieten. Also immer gucken, dass man eben auf Grasebenen steht mit den Schwebepanzern. Und sonst haben die angreifenden Einheiten, also die Raketentruppen, hier überhaupt gar keine Chance. Wenn sie jetzt näher kommen und man erwarten muss, dass sie noch eine Welle haben, wo sie angreifen können, geht man eben ein bisschen zurück mit seinen Schwebepanzern. Und dann können sie wieder ein Stück weit näher kommen und der Rest geht im Autokampf. Genau, eigentlich ist das die einzig kritische Station, wo ich nicht empfehlen würde, das im Autokampf zu machen. Man kann es im Autokampf machen, wenn man genug Einheiten hat, durchaus. Dann kann man das auch im Autokampf machen. Man hat aber dann dementsprechend hohe Verluste und es kann auch mal passieren, dass die komplette Armee dann verloren geht an der Stelle. Jetzt sind die Kampfboni natürlich höher und die Gegner werden stärker und so werden auch die Verluste ein Stück weit höher, zumindest bis hierhin. Das ist nochmal so eine Station, wo ich empfehle, das mit Ronins zu machen, obwohl hier hinten Raketentruppen sind, die natürlich für Ronins tödlich sind. Aber das sollte mit Verlusten machbar sein. Zwei Ronins verloren. Und zwei sind ja immer so die Einheiten, die ich verkraften kann. Also, wo ich finde, wo es verkraftbar ist. So, die letzten vier Stationen finde ich so schön, machen so viel Spaß, dass ich die eigentlich immer teilautomatisch mache. Und deswegen werde ich die auch euch hier auf meine Art und Weise vorspielen. Es ist immer so, dass ich hier versuche, die Raketentruppen zuerst zu erledigen. Ich habe da auch meine eigene Vorgehensweise und die Ronins dann im Autokampf. Ich erkläre die Vorgehensweise für die Raketentruppen gleich nochmal. Hier kann die so nicht stattfinden, weil die hier nicht nebeneinander stehen. Rest im Autokampf. Die folgende Station kann man komplett im Autokampf machen, weil hier überhaupt keine Raketentruppen drin sind und nichts Gefährliches. Hier ist wieder so eine Station mit Hälfte-Hälfte. Und ich mache es immer so, dass ich die oberste Raketentruppe angreife, dann eine auslasse, die darunter angreife und die unterste. Und es werden dann durch drei Angriffe immer alle vier getötet. Das hängt natürlich von euren Kampfboni ab. Aber das geht eigentlich schon ab einem relativ frühen Kampfbonus. Also ich würde schätzen, ab 500 Angriffskraft geht es so. Auch diese Station fertig. Ich sehe, einen Versuch werde ich noch kaufen müssen. Je nach dem bewährten Schema
Es ist einfach so schön zuzusehen, wie die Raketentruppen alles umreißen. Die zweite Welle kann man im Autokampf machen. Da sind keine Raketentruppen drin. Also man kann hier eigentlich im Grunde keine Einheiten verlieren. Man kann nur Einheiten verlieren, wenn man es automatisch macht im Autokampf. Und das liegt daran, dass der Computergegner zuerst zum Beispiel Ronins angreift und nicht die Raketentruppen erledigt. Und dann schlagen natürlich die Raketentruppen nach hinten zu und greifen die eigenen Raketentruppen an. Und das kann für Verluste sorgen. Muss aber nicht. Also in den meisten Fällen geht es hier auch im Autokampf ohne Verluste vonstatten. Was der Autokampf auch macht, ist zum Beispiel die am angeschlagensten Einheiten zuerst bekämpfen. Also im Autokampf würde der Gegner jetzt, oder ich kann es ja einfach mal, ich drücke jetzt einfach mal Autokampf und dann greift er zuerst diese Raketentruppe an, rein theoretisch. Ja, ist auch so. Jetzt hätte man sich jetzt sparen können, da hätte man einen Kampf weniger machen müssen, hätte man hier diese Raketentruppe zuerst angegriffen, so wie ich das eben demonstriert habe, aber die Gegner bleiben so weit hinten, auch hier verlustfrei. So. Letztes Relikt abgeholt. 187 Forgepunkte gewonnen und nun bin ich durch. Aber so geht die Gildenexpedition im Autokampf in der virtuellen Zukunft. Ich kann euch die gleiche Einheitenkombination empfehlen. Für mich funktioniert sie wunderbar. Für euch wird sie auch gut funktionieren. Wenn ihr entsprechende Kampfboni habt, wenn ihr schwächer seid, nochmals, geht ein bisschen mehr im manuellen Kampf vor oder im teilautomatischen Kampf. Wie man teilautomatisch kämpft, habe ich auch erklärt in meinem Video zur Gildenexpedition in der Eisenzeit. Also gerne da nochmal drauf schauen. Da habe ich so ein paar teilautomatische Kämpfe gemacht. Oder um es nochmal kurz zu erklären, ihr lasst im Prinzip einzelne Einheiten hinten stehen und drückt dann erst auf Autokampf. So, dann bin ich durch. Ich danke für die Aufmerksamkeit und wünsche viel Spaß beim Spiel. Und ich werde dann wahrscheinlich, wenn ich jetzt bald im Mars-Zeitalter angekommen bin, auch wieder ein Video machen zur Gildenexpedition im Mars. Aber auch da muss ich mich ja selbst erst einfuchsen. Dann danke ich fürs Zuhören. Ich freue mich über einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Und natürlich auch über ein Abo. Ich habe sehr viele verschiedene andere Forge of Empires Videos. Und ich mache gerade auch eine Videoreihe zum Thema GVG. Und wenn euch das interessiert, dann schaut gerne mal rein. Ciao!